Kosovo. Jung, bebend, ziemlich umkämpft. Er ist Europas jüngstes Land und ein faszinierendes Fleckchen im Herzen des Balkans, das seine Besucher mit einem einladenden Lächeln, charmanten Bergstädten, unglaublichen Wandermöglichkeiten und ehrwürdigen Kuppelklöstern aus dem 13. Jahrhundert belohnt, die mit mittelalterlicher Kunst nur so gefüllt sind. Und das ist erst der Anfang. Der Kosovo erklärte 2008 seine Unabhängigkeit von Serbien. Und obwohl er von 111 Ländern diplomatisch anerkannt wurde, gibt es immer noch viele Nationen, die die Unabhängigkeit des Kosovos nicht akzeptieren wollen. Das sorgt zwar hier und da noch manchmal für kleinere Spannungen, allerdings längst nicht mehr in dem Umfang wie noch vor einigen Jahren. Die Denkmäler seiner Vergangenheit sind jedoch nicht zu übersehen. Die Straßen sind übersät mit Gedenkstätten für die Gefallenen, während einige Klöster teilweise noch immer von NATO-Truppen bewacht werden. Doch egal, was einige Menschen, die noch nie im Kosovo waren, euch sagen mögen, es ist heute absolut sicher, hierher zu reisen. Trotzdem ist der Kosovo nach wie vor einer der letzten wirklich abgelegenen Reiseziele in ganz Europa, das zu besuchen sich lohnt, wie kaum ein anderes. Und warum genau das so ist, zeige ich dir hier bei Ride. Wem mein Video über die albanischen Alpen gefallen hat, der wird sich bei Platz 5 wie zu Hause fühlen. Platz Nummer 5, das Rugova-Tal. Inmitten der kosovarischen Ausläufer der albanischen Alpen gelegen, ist das Rugova-Tal und die Berge, die es säumen, der Abenteuerspielplatz des Kosovo. Das Serpentinental selbst windet sich westwärts aus Peja heraus und steigt stetig in Richtung der Grenze zu Montenegro an. Von dieser Hauptroute zweigen schmale Nebenstraßen ab, die Zugang zu Hochgebirgsweiden, Gletscherseen und märchenhaften Kieferwäldern bieten. Zu den Aktivitäten gehören Höhlenerkundungen, Rafting, Klettern, Ziplining, Skifahren und Schneeschuhspazieren, aber es ist das Wandern, das diese Route zu einem herausragenden Reiseziel macht. Dieser Gebirgsknoten ist eine der schönsten Gebirgsketten Osteuropas und bleibt bislang wunderbar unberührt. Doch langsam aber sicher nehmen die Möglichkeiten für Trekker zu. Der weltberühmte Fernwanderweg Peaks of the Balkans durchquert das Herz dieser Berge und überall in der Region werden die Wanderwege immer besser markiert. Das spitzenträchtige Rugova-Gebirge besteht aus 13 traditionellen Dörfern in den hügeligen Regionen. Das gesamte Peja kann von einem Ort in Rugova aus gesehen werden, der als Hals des Kutschuks bekannt ist. Mit seinen vielen Bächen, Seen, Gletschern, Klippen und Höhlen ist der Ort am besten geeignet, um den Spaß an Aktivitäten wie Bergsteigen, Wandern, Skifahren und Snowboarden zu erleben. Die beste Zeit, das Rugova-Gebirge zu besuchen, ist aber auch im Schnee des Winters, da dies laut dem Internationalen Skiverband auch der viertbeste Ski- und Snowboardort der gesamten Welt ist. Alles in allem ist ein Besuch in den Bergen von Rugova also ein integraler Bestandteil eines jeden Kosovo-Trips, der hält, was er verspricht. Platz Nummer 4, das Patriarchat von Pec. Dieser Kirchen- und Klosterkomplex am Stadtrand von Peja ist ein rohes Stück altehrwürdiger Orthodoxie, das hier seit dem späten 13. Jahrhundert angesiedelt ist. Draußen in der landschaftlich gestalteten Anlage ist es sehr hell und farbenfroh, aber wenn man einmal in der Kirche ist, fühlt man sich eher wie in einer dunklen Höhle mit prächtigen verblichenen Fresken, die Wände und Decken schmücken. Der gesamte Komplex stammt aus der Zeit zwischen den 1230er und 1330er Jahren. Das Hauptkloster ist in vier verschiedene Klöster unterteilt und das Patriarchat von Pec kontrolliert alle davon. Im Inneren des Klosters gibt es eine umfangreiche Sammlung religiöser Denkmäler. Der hohe Turm und der 750 Jahre alte Baum im Inneren des Klostergeländes sind eine Besonderheit und von großem Interesse für die Touristen. Wenn ihr gegen 17 Uhr kommt, werdet ihr vielleicht die eindringlichen Gebete und Gesänge der älteren, ganz in Schwarz gekleideten Nonnen hören. Mit Sonnenstrahlen, die einige der Fresken einfangen und dem Gesang, der die Gewölbe erfüllt, kann man sich hier leicht ins Mittelalter versetzt fühlen. Seit 2013 werden die Gebäude von der kosovarischen Polizei bewacht und wenn ihr hierhin wollt, benötigt ihr euren Reisepass.
Wenn ihr während eures Aufenthaltes im Kosovo an Orten von großer kultureller Bedeutung interessiert seid, gehört dieses zum Weltkulturerbe erklärte Bauwerk definitiv dazu. Platz Nummer 3: Prizren. Das malerische Prizren mit seiner charmanten Moschee und kirchenbesprenkelten Altstadt strahlt mit einer Begeisterung, die einfach ansteckend ist. Prizren ist die zweitgrößte Stadt des Kosovo und die größte Touristenstadt. Kein Wunder, denn sie ist es mehr als wert, ein oder zwei Tage lang erkundet zu werden. Die Burg hoch über der Stadt ist ein absolutes Muss und es gibt das eine oder andere Museum, das zum Entdecken der lokalen Kultur einlädt. Außerdem kann die Stadt als Ausgangspunkt für Tagesausflüge in die Scharberge genutzt werden und Prizren ist auch für das Dokufest bekannt, ein Dokumentarfilmfestival, das jedes Jahr im August hier stattfindet und Dokumentarfilmer und Fans aus der gesamten Welt anzieht. Die junge Bevölkerung der Stadt sorgt dann dafür, dass die Altstadt abends vor lauter Nachtschwärmern nur so wimmelt und eine sehr gesellige Atmosphäre ausstrahlt. Hinter dem heutigen Glanz der Stadt verbirgt sich jedoch auch eine tragische und spaltende Vergangenheit. Von den 20.000 Serben, die 1999 hier lebten, sind nur noch eine Handvoll übrig geblieben, die die Überreste ihrer einst so starken Präsenz hier teilweise heftig bewachen. Platz Nummer 2: Der Germja Park. Germja ist ein Regionalpark im Nordosten von Pristina, der Hauptstadt des Kosovo, und erstreckt sich über eine Fläche von 62 Quadratkilometern. Dieses oft als Central Park Pristinas bezeichnete Bergmassiv ist ein Teil der Rhodopen, die vom Schwarzen Berg von Skopje bis zum Kapaunik-Gebirge hinausreichen. Germjas höchster Punkt, der Butos-Gipfel, liegt 1050 Meter über dem Meeresspiegel und sein tiefster Punkt 663 Meter darüber. Aufgrund seiner geografischen Lage und der klimatischen Bedingungen verfügt das Germja-Gebirgsmassiv über eine reiche Fauna mit 63 Tierarten und einer Vielfalt von etwa 600 Pflanzenarten. 1987 wurde der Germja-Komplex von der Stadtversammlung von Pristina in der Kategorie Regionaler Naturpark unter Schutz gestellt und wird heute von einem staatlichen Unternehmen geschützt und verwaltet. Laut der Internationalen Union für Naturschutz soll Germja jedoch bald als international geschützte Landschaft ausgewiesen werden. Doch der Park eignet sich nicht nur zur Bewunderung der Landschaft, denn er hat auch das ein oder andere Freizeitangebot. Im Sommer gibt es beispielsweise ein Freibad, das hauptsächlich zum Schwimmen einlädt, aber auch andere Aktivitäten für Sportbegeisterte anbietet. Und im näheren Umkreis gibt es Basketball- und Fußballplätze, die sich bestens zum Zusammentreffen mit den Einheimischen eignen. Für die Genügsamen unter euch gibt es auch zahlreiche Rad- und Wanderwege, der perfekte Ausgangspunkt für eine Erkundungstour, die in einem der lokalen Restaurants beendet wird. Und wer nach authentischer lokaler Küche sucht, ist hier bestens bedient. Wer von dieser atemberaubenden Landschaft nicht genug bekommen kann, der kann sogar in einem Bungalow oder auf dem Zeltplatz inmitten des Parkes übernachten. Platz Nummer 1, wie könnte es anders sein? Pristina. In der Hauptstadt und der größten Stadt des Kosovo leben überwiegend Albaner. Mit fast 20 Denkmälern, einigen Moscheen und einer Kirche aus der osmanischen und byzantinischen Zeit ist die Stadt reich an Geschichte und gleichzeitig das historische Zentrum des Handels, der Unterhaltung und des Gesundheitswesens des gesamten Landes. Pristina ist eine sich schnell verändernde, dynamische Stadt, die voller Optimismus und Potenzial steckt, auch wenn ihre verstopften Straßen und uneinheitlichen architektonischen Stile sie nicht gerade zu einem attraktiven Ort machen. Zumindest auf den ersten Blick für Uneingeweihte. Denn die Stadt verfügt über einige lohnenswerte Museen und Galerien und dient als Ausgangspunkt für viele interessante Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Für die meisten Besucher ist Pristina aber ein Ort, dessen Atmosphäre ebenso attraktiv ist wie jede klassische Touristenattraktion. Außerhalb des überfüllten Stadtzentrums mit seinen internationalen Restaurants und schicken Cafés findet man sich in den malerischen türkischen Hangvierteln wieder, die die Stadt seit Jahrhunderten prägen. Hier, wo der Ruf zum Gebet noch immer von Minaretten mit Blick auf die Terrakotta-Dächer der Stadt ertönt und wo der geschäftige Basar nach wie vor der Mittelpunkt des täglichen Lebens ist, wird einem bewusst, was es heißt, ein Kosovare zu sein.
Dort befinden sich auch das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Kloster aus dem 14. Jahrhundert, das elegante Kosovo-Museum, das osmanische Bad, ein Uhrturm und ein öffentlicher Brunnen. Besucht auch unbedingt die örtlichen Cafés, Schwimmbäder und Einkaufszentren, wenn ihr nach Aktivitäten in der Hauptstadt des Kosovo sucht und keine Berührungsangst zu den herzlichen Einheimischen habt. Wenn ihr dem Alkohol nicht abgeneigt seid, probiert auch das örtliche Bier in den Kneipen von Pristina und macht euch einen ganz eigenen Eindruck des pulsierenden Nachtlebens dieser Stadt. Wovon ihr euch auch unbedingt einen eigenen Eindruck machen solltet, das ist mein Kanal, denn wir sind hier am Ende. Was ist denn dein Lieblingsort im Kosovo? Hab ich vielleicht einen besonderen Geheimtipp vergessen? Lass es mich in den Kommentaren wissen, dann mache ich vielleicht demnächst auch noch dazu ein Video. Und ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da. Wenn du mehr sehen möchtest, hau ein Abo raus. Und wenn du absolut nichts mehr verpassen willst, dann läute die Glocke. Das war's soweit von mir, weiter geht's nächsten Freitag, 18:30 Uhr. Bis dahin, Freunde, macht's gut, gute Reise, wir sehen uns.